So, ihr Lieben, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Tja, neues Jahr, hoffentlich dieses Mal willige Untote. Und schauen wir doch mal, wie es läuft. Wir sind gerade wieder eingestiegen zum Beginn der Schlacht. Furchtbar dramatische Musik. Da hinten sehen wir schon die ersten Untoten anscheißern. Und ich würde sagen, dieses Mal gehe ich direkt mal auf Halten mit unserer Gruppe. Und ich werde nicht wieder den Fehler begehen, den Untoten entgegenzurennen. Das heißt, wir warten einfach mal, bis die hier ankommen. So. Wir bleiben einfach mal hier locker stehen und fangen alles ab, was so in unsere Richtung rennt. Wie zum Beispiel diese da. Ist jetzt natürlich blöde, dass Shale und Alistair regungslos auf einem Haufen stehen. Vielleicht postiere ich die mal ein bisschen besser. Stellen wir Ellie dahin und Shale dahin. Und ich denke, da dürften die Jungs und Mädels abfangen. Oder, naja, so halbwegs. Hatte ich mir irgendwie besser geplant. Ich dachte, Leliana und ich könnten dann von hinten raus hier die Untoten abschießen. Na, zumindest verteidigt sich Shale, wenn sie angegriffen wird. Ah, sie nutzt gerade das Beben. Das zwiebelt gut rein. So, ich hoffe, ich treffe Alistair nicht. Nein. Oh. Das lief gut. Das war eingestellt in den Taktiken von uns. Wir erinnern uns, der Untote war eingeeist und Shale hat ordentlich draufgezimmert. Aber RCS steckt gut Schaden ein. Das heißt, ich heile mal. Okay, soweit noch so gut. Alistair geht's auch noch soweit ganz prächtig. Ja, er wird ja ziemlich ignoriert. Dafür rennen leider die doofen Ritter ins Feuer rein. Kann ich Sir Perce auch heilen? Ja, das klappt. Und oh, Dwin, der Zwerg, der uns nicht so gerne helfen wollte. Ich versuche, den mal ein bisschen zur Hand zu gehen. Die kann ich leider nicht steuern. Also wenn die meinen, sie müssten im Feuer stehen, dann ist das leider so. Ich kann nur versuchen, auf die Untoten raufzuzwiebeln. Dwin stirbt uns, glaube ich, gleich weg. Ich könnte ihn in ein Kraftfeld stecken. Ja, das geht. Ich glaube, seine beiden Wachen sind schon umgekippt. Tja, lausige KI. Na gut, während Dwin im Kraftfeld steckt, kann ich versuchen, ihn ein bisschen hochzuheilen. Unser Heilzauber hat ja einen recht kurzen Cooldown. Da rennt ein Untoter zu Leliana durch, aber ich denke, der wird abgefangen. Okay, Dwin ist aus dem Kraftfeld raus. So. Okay. Dramatische... Aha. Ich wollte gerade sagen, dramatische Musik hält an, kommt noch eine Welle. Aber nein, das hier hat beim letzten Mal scheinbar nicht getriggert. Okay, wir müssen also nach unten. Sehr schön. Leute, halten bitte aus. Wir folgen dem jungen Herrn hier. Dann schauen wir doch mal, ob wir alle am Leben halten können. Ich habe ja so meine Zweifel. Ich möchte zumindest versuchen, Murdoch, den Bürgermeister und die anderen
Kerle mit Namen am Leben zu halten. Naja, nicht unbedingt Lloyd. Den stecke ich mal in das zermalmende Gefängnis, also diesen höherrangigen Untoten, nicht Lloyd. Da kommt die nächste Welle. Wo ist eigentlich Murdoch? Ah, der ist da hinten irgendwo. Gesundheit sieht noch in Ordnung aus. Ich könnte ja versuchen, einen Schneesturm da hinten hin zu casten. Also von wo aus die Untoten angerannt kommen. Natürlich in der Hoffnung, dass uns keine Dorfbewohner da reinrennen. Die würden ja auch Schaden nehmen. So, da ist Thomas. Wo ist Murdoch? Ist der etwa schon tot? Ach da, der steht ja direkt vor mir. Hallo. Bin ich wieder total betriebsblind? Da kommen die nächsten angerannt. Der da hinten wird von unserem Sturm zerfetzt oder zumindest zu Fall gebracht. Naja, hat sich erledigt. Zumindest rennen uns keine Dorfbewohner rein. Wer kommt denn da an? Oh, Hundi hatte einen Stufenaufstieg. Lasst mich mal in Ruhe, ihr lieben Untoten. Da hinten ist Andrang, aber Gesundheit sieht soweit noch gut aus. Ein Milizionär liegt schon tot am Boden. Ich kann hier auch schlecht mit Arealeffekten arbeiten. Also Kältekegel und sowas kommt nicht so gut an. Sind das da hinten Bogenschützen, die sich so ein bisschen abseits halten? Nee, die kommen noch angescheißert. Okay. Auf die Gesundheit achten. Ist unser Geistschlag... Nein, der hat noch Cooldown. Schade, sonst hätte ich mal einen reingehauen, um die unfreundlichen Besucher zu betäuben. Ist irgendwas Stärkeres dabei? Nein, das sind ganz normale Untote. Ist auch so ein Satz, den man im Leben selten sagt. So, hier wage ich es mal kurz. Da kommen noch welche und ich hatte schon die Hoffnung, das war's. Oh, jetzt ist gerade unser Mana ein bisschen knapp, sonst hätte ich da noch einen Blitz reingejagt. Na schön, dann eine Einzelzauber. Da kommen ja noch mehr. Okay, so langsam wird es ein bisschen eng. Haben wir hier nicht irgendwas, das Gesundheit in Mana umwandelt? Oder... Dunkles Mal. Ja. Versuchen wir das mal. Ja, es sieht schmerzhaft aus, aber es macht ordentlich Mana. Wow, aber es fügt uns auch ordentlich Schaden zu. Nehmen wir doch mal einen Wundumschlag. So. Leliana hatte scheinbar auch einen Stufenaufstieg. Ein kurzer Blick in die Runde. Murdoch ist noch in Ordnung. Ach, wir können die Milizleute looten. Ist ja süß. Hier, du wirst eingeeist. Und ich denke, wir hauen direkt einen Blitz hinterher. Ein Geistschlag kann auch nicht schaden. Hängen die echt alle da, um einen Untoten umzukloppen? Da kommen schon wieder welche. Kommt mal her, ihr. Rein in den Kältekegel mit euch. So. Lebt eigentlich unser dicker Lloyd noch?
Ja, Tatsache. Obwohl der nur mit einem kleinen Dolch kämpft und keine Rüstung trägt. Ich heile mal Murdoch, nur so zur Sicherheit. Unsere Heilskills sind ja eher bescheiden. Und da ist unser Mana auch schon wieder alle. Aber es regeneriert sich. Es regeneriert sich. Kein Grund zu klagen. Oh, und ich dachte schon, das wäre es jetzt gewesen. Nein, da kommt natürlich noch eine Runde an. Da pfeffert Chael drauf. Oh, ich habe hier gerade so ein paar FPS-Einbrüche. Das wird doch nicht daran liegen, dass sich Java im Hintergrund gerade aktualisiert. Haben wir's? Da hinten sehe ich doch noch einen, du kleiner Schlingel. Okay. Ah, er kommt, er kommt. Ich hatte es nämlich schon mal, dass ich drauf gewartet habe, dass hier noch irgendwas passiert und dann steckte da irgendwo ein Untoter hinter einem Haus fest oder so. Der musste dann noch umgehauen werden, damit es mal weitergeht. Und nächste Welle oder... Der Morgen dämmert und wir haben die Nacht überlebt. Der Sieg ist unser. Und obgleich der Sieg viel gekostet hat, müssen wir bedenken, dass wir alle nicht hier stünden ohne den Heldenmut der guten Leute neben mir. Danke, guter Herr. Der Erbauer hat auf uns herabgelächelt, als er euch in unserer dunkelsten Stunde zu uns geschickt hat. Tja, für Dank ist es wohl noch etwas früh. Es gibt noch viel zu tun. Aber trotzdem verdienen diese Menschen doch eine kleine Feier. Noch ist Zeit dafür. Beugen wir das Haupt und ehren wir all jene, die ihr Leben bei der Verteidigung von Redcliffe lassen mussten. Nun gehen sie mit ihm, ihrem Erbauer. Möge der Frieden seiner Liebe sie lange begleiten. Ich denke, wir halten uns raus. Wir schweigen. Wenn der Erbauer es zulässt, erlaubt unser heutiger Sieg, dass ich ins Schloss vordringe und unseren Aal suche. Seid wachsam und achtet auf Zeichen neuer Angriffe. Wir kommen so bald wie möglich mit Neuigkeiten zurück. Nun, vergeuden wir keine Zeit mehr. Trefft mich bei der Mühle. Dort können wir weiterreden. Okay, wir haben die Nacht überstanden. Die Milizleute, die hier tot rumlagen, sind nun auch verschwunden. Ich speichere das Ganze direkt mal. Und kümmern wir uns mal um unsere Stufen. So, was nehmen wir denn? Ich überlege gerade, hat uns irgendwas gefehlt? Wollten wir irgendwas Spezielles skillen? Ich glaube, ich wollte hier weitermachen, oder? Diesen Sturm mitnehmen. Die Steinfaust ist natürlich auch ein ganz netter Zauber. Oder hatte ich es auf irgendwas Spezielles abgesehen? Ja, der Mana-Stoß. Das hätte ich ja sehr, sehr gerne. Nur ist das leider so ein Zauber, den ich ja im Verdacht habe, dass er das Spiel gerne mal abstürzen lässt. Oh, das ist natürlich auch schön. Lähmungszauber. Auf Gegner draufschlagen, die sich nicht wehren können. Wir kennen es vom Schulhof. Haha. Ich nehme mal den Sturm mit. So, natürlich sollte ich erstmal Pünktchen verteilen. Wir stecken ein bisschen was in Magie und Klugheit. Sturm und fertig. So, Moment, den Sturm ziehen wir uns hier rüber. Ordnung muss sein. Alistair, bei dir wollten wir doch irgendwie was im Templerbaum weiter... Nö, wollten wir nicht.
Dafür braucht er erstmal Stufe 12. Dann nehmen wir doch einfach seine Waffe und Schildfähigkeiten und geben ihm zuerst mal ein bisschen Stärke, ein bisschen Wille und ein bisschen Konsti. Fair verteilt. Ja, dann kriegst du hier Überwinden. Der Charakter schlägt schnell dreimal hintereinander mit seinem Schild zu und verursacht mit den beiden ersten Schlägen normalen Schaden. Ist der letzte Schlag erfolgreich, erleidet das Ziel einen kritischen Treffer und wird außerdem zu Boden geworfen. Das klingt doch nicht schlecht. So, und unsere Leliana. Können wir bei dir irgendwas Neues, Sinnvolles nehmen? Meisterhafte Kampfausbildung, das nehmen wir mal mit. Und die letzte Stufe im Schlösserknacken geht auch noch nicht vor Stufe 12. Geschicklichkeit. Wir brauchen bei ihr Geschicklichkeit. Dann stecken wir da mal direkt zwei Pünktchen rein. Sollen wir auch mal ein Pünktchen in Konsti nehmen? Naja, obwohl als Fernkämpferin ist sie ja im Idealfall nicht in Nahkämpfe verwickelt. Ach, wir stecken einfach mal alles in Geschick. So, das nochmal. Und dann der Unterdrückungsschuss oder Unterdrückungsschüsse. Ach, das ist ein Modus. Ja, hätte ich das mal gewusst. In diesem Modus behindern die Schüsse des Bogenschützen seine Gegner. Jeder Pfeil verursacht normalen Schaden und bringt dem Ziel zusätzlich einen vorübergehenden Abzug auf Angriff. Ist eigentlich gar nicht mal so interessant. Dann nehme ich vielleicht lieber mal das hier. Nahkampfbogenschütze. In Kämpfen auf engstem Raum hat der Bogenschütze gelernt, auch dann noch ohne Unterbrechung zu schießen, wenn er angegriffen wird. Das klingt doch gut, dann wechselt sie vielleicht nicht mehr auf Dolche, falls ihr jemand zu nahe kommt. Schön. Gleich nochmal speichern. Ach, da ist Murdoch. Der hat überlebt. Sehr schön. Es erstaunt mich noch immer, dass wir die Nacht in einem Stück überstanden und sogar gesiegt haben. Davon wird man sich noch jahrelang erzählen. Der Kampf ist noch nicht vorüber. Wir müssen noch gegen die dunkle Brut antreten. Und wenn der Aal zu den Waffen ruft, werde ich da sein. Tja, da ist ja nur noch die lästige Kleinigkeit mit dem Schloss voller Untoter und dem im Sterben liegenden Aal. Also mach mal nicht den zweiten Schritt vor dem ersten. Ich könnte selbst einen guten Kommandanten brauchen. Wofür? Als Gärtner? Nichts für ungut, aber ich diene mein ganzes Leben lang dem Aal. Ich kämpfe, wenn er mich ruft oder wenn ich unbedingt muss, sonst nicht. Entschuldigt mich, ich muss dem Erbauer danken, dass er mir heute kein zorniger Gott war. Viel Glück für euch. Aha, okay, das war ein Korb für uns. Einen fähigen Kommandanten. Wofür denn? Für deine Armee aus 4 Leuten? Ein Satz, der nicht viel Sinn ergab. Na schön. Da war die Schmiede. Wollen wir Owen noch mal kurz besuchen? Da ist er ja. Aha. Ich glaube, dass er hier am Schmieden ist. Ist auch so eine Sache irgendeiner Mod. Ich glaube, der Improved Atmosphere Mod. Ansonsten stehen die Schmiede, glaube ich, ziemlich stocksteif rum. Nein, ich wollte Owen anklicken. Schön, euch unbeschadet zu sehen. Wisst ihr etwas Neues von Velena? Nein, noch nicht. Nun, ich werde Geduld haben. Jetzt wäre die beste Zeit, sich im Schloss umzusehen. Vergesst nicht, versprochen ist versprochen. Das stimmt schon, sofern Ben Tegan einen Weg kennt. In Ordnung.
Viel habe ich natürlich nicht. Aber ich tue für euch, was ich kann. Wir können hier nach wie vor nur einkaufen bzw. verkaufen. Ich hatte hier irgendwas in Erinnerung. Also ich weiß nicht, ob ich es irgendwie versaut habe, aber mir war so, dass man Owen irgendwie bequatschen kann. Und dann gibt er einem noch irgendwas aus einem Versteck, das er irgendwo angelegt hat. Naja, unsere Taschen sind eigentlich ziemlich leer. Eiserner Ring, das braucht kein Mensch. Wieso kauft er das Ding nicht? Verkaufen? Nö. Wieso nicht? Kauft er etwa keinen Trödel? Keine Ahnung. Na schön, dann hat Owen nichts weiter für uns. Dann gehen wir eben wieder. Enttäuschend. Ich gönne mir mal ein Schlückchen. Prost. Gut, dann schauen wir mal, was Ben Teagan zu sagen hat. Oh, Alistairs Ausdauer ist aber ziemlich runter, sehe ich gerade. Hat er so viele Modi an? Es gibt viele Geschichten über verlorene Könige, die in ihr Heimatland zurückkehren und dort ruhmreiche Herrscher werden. Ich bin nicht verloren. Nicht einmal ein König. Und ruhmreich ist an mir schon gleich überhaupt nichts. Ihr seid Mareks Sohn und damit der rechtmäßige König von Ferelden. Ich bin der Sohn einer adelfixierten Dienstmagd und eines untreuen Mannes, der zufällig König war. Ich kann gar nicht König sein. An manchen Tagen bin ich froh, wenn ich weiß, welcher Stiefel an welchen Fuß gehört. Jeden Tag werden bodenlose Narrenherrscher irgendwelcher Königreiche. Und so bodenlos seid ihr gar nicht. Welch enorme Erleichterung. Und keine Sorge wegen der Stiefel. Könige müssen sich nicht selbst ankleiden. Dafür gibt es Berater, oder etwa nicht? Und offenbar adelfixierte Dienstmägde. Naja, du könntest es schlimmer treffen, Ellie. Aber als Tipp, es gibt Socken, da steht links und rechts drauf. Vielleicht gibt's das auch für Schuhe. Es gibt wirklich Socken, da steht L und R drauf. Also für links und rechts. Ja, man mag es kaum glauben.